Derzeit gibt es ja eigentlich nur zwei Themen an den Märkten. Das eine ist natürlich der Ukraine-Krieg und das andere ist das Dauerthema, ist der monetäre Klimawandel, ist die Haltung vor allem der US-Notenbank Fed. Und es war durch diesen Ukraine-Krieg so ein bisschen die Hoffnung im Markt, naja, das wird sich schon ein bisschen anders polen. Die US-Notenbanker, die werden sagen, wir werden jetzt deutlich vorsichtiger, aber nein, es ist nicht ganz so gewesen. Powell hat im Grunde den monetären Klimawandel einmal mehr bestätigt und das hat starke Auswirkungen auf die Anleihemärkte gehabt. Die Aktienmärkte haben sich heute so ein bisschen die Rosinen rausgepickt und haben gesagt, naja, aber es besteht doch Hoffnung, dass da dieser Ukraine-Krieg ein bisschen deeskaliert. Deswegen die Wall Street heute nach oben gegangen, obwohl wir heute geradezu oder schon über Nacht geradezu eine Explosion der Rohstoffpreise gesehen haben. Wir sehen Dollarstärke, wir sehen Euroschwäche. Wir sehen jetzt immer mehr auch die wirtschaftlichen Schäden, nicht nur für europäische Firmen, sondern auch für amerikanische Firmen durch diese Sanktionen. Und das ist ein echter Gamechanger. Aber der Reihe nach, meine Damen und Herren, der Auftritt von Powell vor dem Senat ab 16 Uhr, aber 14.30 Uhr wurde schon der Redetext veröffentlicht und da hat er klargemacht, also wir halten an unserem Kurs fest, erste Zinsanhebung im März, also praktisch in zwei Wochen dann, genau in zwei Wochen ist dann die Fed-Entscheidung. Aber das war nicht alles, was er gesagt hat. Jedenfalls hat er gesagt, ja okay, dieser Ukraine-Krieg, der macht natürlich die weitere Entwicklung unsicher. Da müssen wir einfach mal gucken. Aber wir sehen zunächst mal die Auswirkungen hier auf die Fed Fund Futures. Also das sind die Märkte, die praktisch Zinserwartungen einpreisen. Und hier ging es deutlich nach oben. Das war ja die Hoffnung vor allem der Aktienmärkte, zu sagen, ja, die Fed muss da ein bisschen Kompromisse machen, muss da ein bisschen abweichen. Das hat sich offenkundig, wenn wir hier mal den Euro-Dollar-Future sehen, nicht zu verwechseln mit dem Währungspaar Euro-Dollar, sondern das sind im Grunde auch Märkte, die die Zinserwartungen, die Zinsdifferenzen zwischen verschiedenen Währungsräumen einpreisen. Und das war die größte hawkische Surprise seit dem Taper Tantrum. Und Taper Tantrum, das war 2013, ne, als Ben Bernanke gesagt hat, so, wir machen jetzt Schluss mit Anleihekäufen, die werden wir kontrolliert zurückfahren. Tapering. Und Tantrum ist der Wutausbruch. Tapering ist eigentlich aus dem Sport ein Begriff entlehnt, aber sei es drum, jedenfalls sehen wir, da ist was passiert an diesen Märkten. Und dann hat Paul auch einen interessanten Satz gesagt, die Märkte oder die Marktteilnehmer, die reagieren richtig auf die Fed, also praktisch die hawkische Wende, dieser monetäre Klimawandel, das wird von den Märkten adäquat abgebildet. Und was haben wir in den letzten Wochen gesehen, was haben wir vor allem seit Januar gesehen, dass eben diese hawkische Wende der Fed zu steigenden Renditen geführt hat, dass also die Märkte adaptiert haben, dass bei der Fed sich da etwas verändert hat und das sehen wir in diesen Charts. Hier noch ein paar Aussagen von Powell. Wenn die Inflation hoch bleibt, so der Fed-Chef, könnten wir auch um 50 Basispunkte den Zins anheben. Und dann, sehr interessant, vor der russischen Invasion wollte die Fed eigentlich bei jedem Meeting praktisch die Zinsen anheben. Sehr interessant, das würde dann ja praktisch die Theorie des Marktes bestätigen, dass wir 7 Zinsanhebungen noch in diesem Jahr sehen. Das wird jetzt hier in Zweifel gestellt oder zumindest ist da ein Fragezeichen versehen, aber das bedeutet faktisch, dass die Märkte ja bis vor kurzem eben 7 Zinsanhebungen eingepreist hatten, über die Fed Fund Futures jetzt runtergekommen sind auf 5 oder runtergekommen waren im Vorfeld von Powell. Jetzt müssen sie wieder ein bisschen rauf. Dann Aussagen auch von James Bullard, St. Louis Fed Chef. Current inflation environment does compare to 1970s. Also das gegenwärtige Umfeld erinnert an die 1970er Jahre. Und er sagt auch, derselbe Bullard sagt auch, also unsere gegenwärtige Geldpolitik, die heizt die Inflation noch weiter an, das Inflationsproblem noch weiter an. Sven Henrik sagt, ja, das sage ich schon seit einem Jahr. Und ähnlich auch Fed-Mitglied Evans, eigentlich auf der dovischen Seite der Fed positioniert, sagt, die Geldpolitik der Fed ist wrong-footed. Also sozusagen fehlgeleitet, ist nicht da, wo sie sein sollte. Needs upward adjustment, also nichts anderes als Straffung der Geldpolitik, ist hier von Evans gemeint. Und warum passiert das? Weil Joe Biden gestern noch einmal mehr bestätigt hat, was jetzt oberste Priorität ist, nämlich die Bekämpfung der Inflation. My top priority is getting prices under control.
Und das soll, und das ist wirklich Voodoo-Ökonomie, das soll also nicht durch sinkende Löhne passieren, nein, sondern die amerikanischen Unternehmen sollen ihre Kosten senken. Lower your costs, das ist das, was not your wages, das ist, was Joe Biden dazu einfällt. Nun ja, jetzt sind natürlich die Löhne ein nicht ganz unerheblicher Bestandteil der Kosten. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, wie Joe Biden sich hier die Zauberwelt der Wunschkonzerte vorstellt. Das ist natürlich alles nicht zu machen. Dazu auch dann die Aussage von Joe Biden in seiner Rede State of the Union, dass die Lieferketten sich doch mal verschieben sollten, dass also mehr in den USA produziert werden sollte. Daraufhin die Demokraten aufgestanden und haben USA, USA gerufen. Das hätte unter Trump auch passieren können. Also man sieht, die Dinge sind nicht so viel anders als unter Trump. Der Ton ist deutlich angenehmer, aber in der Sache gibt es doch sehr viele Parallelen. Dann interessant übrigens auch noch, weil das ja ein Thema ist in Sachen Kryptos. Da hat Paul nochmal gesagt, also diese existierenden Kryptos, die sind ein Beleg für Spekulation und könnten auch zur Finanzierung Russlands jetzt hier genutzt werden, werden allerdings auch zur Finanzierung der Ukraine derzeit sehr stark genutzt. Und FX Marco sagt, ja, also die Kryptos, wenn die Spekulation sind, was ist dann mit dem Casino-Aktienmarkt, den ihr erschaffen habt? Das ist natürlich ein durchaus treffender Einwurf. Und Paul dann eben ganz direkt, hier muss mehr Regulierung durch den Kongress zu Kryptowährungen passieren. Also eine ziemlich klare Ansage auch in dieser Richtung. Wir hatten vorhin gesprochen von Joe Biden und seiner Aussage, oh, die Unternehmen, die sollen doch gefälligst mal ihre Kosten minimieren, wie das gehen soll angesichts auf breitester Front steigender Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme, Materialmangel, das ist uns der gute Joe leider schuldig geblieben, vielleicht fällt es ihm dann ein. Auf dem Teleprompter jedenfalls scheint es nicht gestanden zu haben. Aber die Unternehmen in den USA sind ohnehin schon sehr bald wahrscheinlich sehr heftig unter Margendruck. Hier sehen wir mal die Margen der Unternehmen, also praktisch die Gewinne, die übrig bleiben, gegenüber dem Chicago Einkaufsmanager Index. Und der ist sehr stark unter Druck in den letzten Wochen und Monaten. Monaten genauer gesagt. Ist also deutlich gefallen von seinem Hoch nach dem vorherigen starken Anstieg. Und normalerweise laufen der Chicago PMI und eben die Margen der Unternehmen relativ stringent nebeneinander. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Margen der Unternehmen so oder so runtergehen. Nicht nur, weil eben jetzt die Kosten weiter steigen für Personal und diese ganzen anderen Kosten, die jetzt durch Lieferengpässe und so weiter anfallen, sondern weil schlichtweg auch der wirtschaftliche Gegenwind, der ökonomische Gegenwind jetzt vor allem auch durch die Russland-Sanktionen auch für US-Unternehmen größer werden. Dass die Aktienmärkte dennoch irgendwie gute Laune haben, das liegt an Aussagen von Lavrov, der gesagt hat, der russische Außenminister, ja, wir können gerne mit der Ukraine über Sicherheitsgarantien diskutieren. Jetzt inzwischen ist dieses Treffen auch wirklich anberaumt für heute Abend zwischen den Delegationen der Russen und der Ukrainer. Mal sehen, was dabei rauskommt. Also das ist auf jeden Fall die Basis dessen, was heute an den Aktienmärkten der Wall Street passiert ist. Aber jetzt in Sachen Margendruck und in Sachen Abhängigkeit von Technologie ein sehr interessanter Fakt. Apple Pay und Google Pay arbeiten nicht länger in Russland und dadurch sind in Moskau etwa super lange Schlangen entstanden, weil die Leute eben auch in Russland mit Apple Pay oder mit Google Pay bezahlen. Und wenn das nicht ging, dann hatten die damit nicht gerechnet, vielleicht kein Kleingeld oder etwas in der Tasche, womit man dann hier durch die Schranke kommt. Und das zeigt so ein bisschen, in welcher Welt wir leben. Wenn man jetzt zum Beispiel, wie die Russen halt gerade irgendwie sanktioniert wird oder im Prinzip ausgeschlossen wird aus der Gemeinschaft, dann ist man auch von solchen Zahlungsmitteln praktisch abgeschnitten. Wenn das jetzt vielleicht im Westen auch mal passiert, dass man irgendwie unliebsam ist und dann könnte Google Pay oder Apple Pay sagen, ach, weißt du was, wir sperren dich mal und dann ist nichts mehr mit bezahlen. Also das zeigt so ein bisschen diese schöne neue digitale Welt. Und in Sachen Russland, Siemens hat sich jetzt auch aus Russland zurückgezogen. Das ist das größte deutsche Unternehmen, das das bisher gemacht hat. Und Siemens war seit 1852 präsent in Russland, also 170 Jahre, muss man sich mal vorstellen. Wintershall, BASF-Tochter, hat jetzt für Nord Stream 2 eine Milliarde an Abschreibungen
tätigen müssen, wird alle Tätigkeiten in dieser Richtung mit Russland sofort einstellen. Und wenn wir von Russland und seinen Assets sprechen, wollen wir uns mal anschauen, wie viel Exposure, also wie viel Investitionen sind eigentlich in russischen Assets. Dann sehen wir vorwiegend in Equities, sehen wir hier diese Investitionen, insgesamt 150 Milliarden Dollar. Das ist jetzt nicht gerade viel, also das ist jetzt nicht gerade ein großer Brocken. Jedenfalls sind die russischen Aktien, die in London etwa über Index-ETFs gehandelt werden, 98% innerhalb von 2 Wochen gefallen, also praktisch derzeit wertlos. Und die ganze Thematik Lieferengpässe, Rohstoffpreise, die scheint sich jetzt noch weiter zu verschärfen. Russisches Öl kann derzeit praktisch mit nur allermassivsten Abschlägen verkauft werden. Mindestens 70% geht es da runter. So hat ein russischer Ölproduzent jetzt das dritte Mal praktisch sein Crude Oil nicht verkaufen können. Schlichtweg, weil eben die Abnehmer, also die aus dem Westen kommenden Abnehmer, sagen, naja, wir wollen erstmal abwarten mit den Sanktionen, wie das Ganze abläuft. Also es gibt Banken, die das nicht mehr finanzieren, Kapitäne wollen ihre Schiffe nicht mehr in russische Gewässer bringen. Dadurch steigen die Raten für solche Transporte nach Russland oder um dort Öl abzuholen ins Unermessliche. Und so können wir vielleicht, wie Javier Blas es sagt, 1973 vom arabischen Ölembargo sprechen, 1979 die massiven Inflationsschübe und der Ölschock durch die iranische Revolution, Khomeini, 1990 dann der Golfkrieg und das Jahr 2022 wird dann eingehen als der Russland-Energieschock. Und wie sich dieser Schock auswirken wird, das müssen wir noch sehen, dass jetzt schon Inflation hier in Deutschland auch massiv der Fall ist, sagen wir an den heute veröffentlichten Verbraucherpreisen oder in Deutschland, in der Eurozone insgesamt, bei 5,8%, neues Allzeithoch, einmal mehr über der Erwartung, also die Zahlen liegen über der Erwartung, der Inflation Surprise Index für die Eurozone und für die USA schießt weiter durch die Decke, also praktisch die Abweichung von der vorherigen Prognose geht immer weiter nach oben, sodass jetzt die Bundesbank, die heilige Bundesbank, die allerdings jetzt nur noch ein ganz zahmes Lamm ist innerhalb der EZB, gesagt hat, also wir erwarten, dass die deutsche oder die Inflation in Deutschland durchschnittlich bei 5% liegen wird. Aber bitte nicht der EZB weitersagen, die sind noch in Wonderland. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel Kohle, 30% gestiegen, Russland ein ganz, ganz großer Kohleexporteur. Deutschland dementsprechend ein nicht unerheblicher Kohleimporteur. Hier sind die Preise massiv gestiegen und ein Kommentator sagt hier treffend, never ever place your energy security in the hands of Vladimir Putin. Da hat er einen Punkt. Und insgesamt jetzt natürlich Stagflation oder Shrinkflation in der Eurozone, ganz klar. Jetzt sehen wir, dass der Euro stark unter Druck ist zum Dollar, sodass es etwa ein neues Allzeithoch gibt bei den Kosten, wenn man sich gegen einen Euroverfall zum Dollar hedgen will, wenn man also das absichern will, ist so teuer wie noch nie aktuell. Das zeigt, wie stark die Eurozone insgesamt im Fokus ist durch diesen Energieschock, den Russland, die Russland-Sanktionen hier auslösen. Natürlich vorher der Überfall auf die Ukraine der Anlass. Und Saravellos von der Deutschen Bank sagte, also das bringt jetzt die EZB weiter unter Druck, weil wenn der Euro fällt zum Dollar, dann werden die Importkosten für die Eurozone höher, was wiederum die Inflation nach oben bringt. Und die EZB, die ist in ähnlichen wunderlichen Gedankenkonstrukten noch verfangen wie Joe Biden und glaubt, das kriegt man schon irgendwie hin. Der Ukraine-Krieg, warum fällt Putin über das Land her? Gibt es eine Lösung? Ein hochinteressantes Interview, das vielleicht Beste, was ich bisher gesehen habe in dieser Frage. Was treibt die Russen an? Warum passiert so etwas? Das sind sehr, sehr alte Konflikte, die noch von Stalin und Lenin herrühren. Warum das so ist, erklärt ein absoluter Osteuropa-Experte. Hochinteressant, wenn Sie heute Abend ein bisschen Zeit haben. Ich glaube, 40 Minuten dauert das Interview. Ein absolutes Must aus meiner Sicht, weil es eine andere Perspektive zeigt. Man muss dem nicht zustimmen, aber es zeigt eben eine andere Sicht der Dinge, auch eine andere Logik der Dinge, die Sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Werde ich unter dem Video verlinken. Und das zweite
Sehr, sehr interessante, was ich Ihnen hier vorschlagen will, ist der Zusammenhang, der mögliche Zusammenhang zwischen Russland, China, Gold und dem Repo-Marktchaos, das in den USA der Fall war. Da scheint eine gewisse konzertierte Aktion zwischen Russland und China passiert zu sein. Wir wissen, dass vor allem Russland seine Goldreserven ja aufgestockt hat, aber sein Bestand an US-Staatsanleihen massiv und schnell abgebaut hat Anfang 2018. Diesen Zusammenhang entwirft hier dieser Artikel, also zwei hochinteressante Artikel, absolutes Muss für Sie. Und jetzt entlasse ich Sie in den hochverdienten Feierabend und sage Servus und Ciao.